Michael der Finne, auf Finnisch Mikael Karvajalka. Es gibt ja schon eine ältere Übersetzung davon. Nachdem ich also selbst die meisten historischen Romane von Valtri auf Finnisch gelesen hatte, habe ich mir die deutschen Übersetzungen angeguckt und war ganz entsetzt. Nämlich bei diesem Michael der Finne stellte sich dann heraus, durch Textvergleich, dass die alte deutsche Übersetzung, die in den 50er Jahren erschienen war, erstmal vom Umfang her sehr viel kürzer war als das finnische Original. Und dann habe ich den Text genauer, also den finnischen Originaltext und die alte deutsche Übersetzung genauer miteinander verglichen und festgestellt, irgendwas stimmt da nicht. Und der Schluss der Geschichte war dann so, dass ich herausgefunden habe, dass die alte deutsche Übersetzung auf die englische Übersetzung zurückgeht. Aber auch die englische Übersetzung ist nicht direkt aus dem Finnischen übersetzt worden, sondern aus dem Schwedischen. Offenbar gab es damals eben keine Übersetzer in Deutschland oder in englischsprachigen Ländern, die direkt aus dem Finnischen übersetzen konnten. Und das fand ich sehr schade, denn das verfälscht natürlich den Text, wenn das über zwei Brückensprachen übersetzt wird. Außerdem ist es stark gekürzt. Zum Beispiel Michaels erste große Liebe fällt in der alten Übersetzung völlig weg, ist übergangen worden. Ja, und dann habe ich mir gesagt, also diesem Missstand muss doch abgeholfen werden und habe dann Mikael Karvajalka, so heißt das Buch im Original, das heißt Michael Pelzfuß, denn das ist sein Name oder eigentlich der Name seiner Ziehmutter, Pelzfuß, habe das dann angefangen zu übersetzen und mich auch dann anderen historischen Romanen von Valtari zugewendet, weil ich erstmal selbst sehr gerne historische Romane lese und zweitens Valtari für einen ganz fantastischen Schriftsteller halte. Und ich wollte oder ich hoffte, dass es eines Tages vielleicht gelänge, ihn ganz neu auf Deutsch herauszubringen. Und wie der Zufall so spielt, erfuhr ich im Herbst letzten Jahres, dass bis auf Sinuha alle die Rechte aller anderen historischen Romane von Valtari an den Kübler Verlag gegangen waren. Da habe ich natürlich sofort Herrn Kübler angeschrieben und ihm das geschildert, was ich eben erzählt habe, mit den alten Übersetzungen, dass die nicht aus dem Original übersetzt sind und gekürzt. Und Herr Kübler war sofort bereit, dann Valtari ungekürzt und erstmals aus dem finnischen Original heraus übersetzt herauszubringen. Und inzwischen als erster Band dieser Reihe ist also Michael Karvajalka, beziehungsweise auf Deutsch Michael der Finne, erschienen. Und als nächstes dann erscheint die Fortsetzung von Michael der Finne. Das Buch Michael der Finne endet ja damit, dass Michael und Antti, sein Ziehbruder, nach der Plünderung Roms sich überlegen, was machen wir jetzt? Wir haben hier so viel Unglück angerichtet bei der Plünderung. Das müssen wir büßen und wir wollen ins Heilige Land ziehen, wie das damals eben so üblich war mit den Pilgerreisen. Und das Buch endet damit, dass sie in Venedig ankommen und dass sie dort ein Pilgerschiff besteigen wollen, das sie ins Heilige Land bringt. Und der Folgeband, Michael Hakim, deren alte deutsche Übersetzung lautet Der Renegat des Sultans, was ich für keinen besonders guten Titel halte, beginnt dann damit, dass sie wirklich in Venedig dann ein Pilgerschiff finden, aber dann Pech haben, denn auf der Reise übers Mittelmeer wird dieses Schiff von muslimischen Piraten überfallen und damit beginnt dann ein ganz neuer Lebensabschnitt für die beiden. Es verschlägt sie in die islamische Welt, zuerst nach Nordafrika, nach Algerien und später dann nach Istanbul, Konstantinopel, wo Michael dann am Hof des osmanischen Sultans Karriere macht. Auch sehr spannend, genauso wie der erste Teil, Michael der Finne. Und ich bin jetzt gerade dabei, das zu übersetzen. Als Herausgeber der Reihe ist man ja auch verantwortlich für solche Sachen wie zum Beispiel die Covergestaltung. Und ich habe mir gedacht, also ich kenne viele Übersetzungen von Valtari, viele fremdsprachige Übersetzungen, abgesehen von Original. Und die Umschlagbilder haben mir eigentlich nie so richtig gefallen, der anderen
der fremdsprachigen Walter-Ausgaben. Ich dachte, am besten sind solche Illustrationen auf dem Umschlag, die aus der Zeit stammen, aus der der Roman stammt. Und der Umschlag von Michael der Finne ist ein Bild von Tizian. Und die Anfertigung dieses Bildes wird geschildert in Michael Hakim ganz am Anfang des Buches. Da ist ja Michael mit Anti in Venedig und lernt Tizian kennen. Eigentlich ist es so, dass in Michael der Finne lernt er Dürer kennen in Nürnberg, und Dürer sagt ihm, wenn du mal nach Venedig kommst, dann besuch mal den Tizian, das ist einer, den ich sehr schätze. Und tatsächlich, als Michael in Venedig ist, sucht er Tizian und lässt sich von ihm überreden, porträtiert zu werden von ihm. Und das ist dieses Porträt Mann mit Handschuh. Und als Walter Michael den Finnen schrieb und auch noch Michael der Hakim, hatte er dieses Bild von Tizian vor sich auf dem Schreibtisch stehen. Das Bild hat also eine ganz innige Beziehung zum Buch.